Frau Losen, herzlich willkommen hier im Skywalk der Hamburg Messe, wo wir zwar nicht im siebten Himmel sind, aber immerhin schweben wir über der Karolinenstraße am Messeplatz Nummer 1. Sie sind ja seit einigen Jahren die Präsidentin der Hamburgischen Architektenkammer. Soll heißen, Sie sind unsere Präsidentin hier in Hamburg. Und das ist mir sehr wichtig auch noch, Sie sind ja Architektin, und zwar Vollblutarchitektin eines doch einigermaßen bedeutenden großen Architekturbüros in Hamburg. Also soll heißen, Sie wissen praktisch, worum es geht. Also die Frage, was ist denn die Bedeutung von Architektinnen und Architekten? Was können die eigentlich für uns tun? Also Sie können natürlich immer gute Ideen für Probleme entwickeln. Das ist vielleicht so eine Grundhaltung. Wir sind ja ein kreativer Berufsstand mit immer Ideen für Visionen, für die Zukunft, für den Alltag, für unsere Lebensumwelt. Das ist eigentlich unser Job, da gute Ideen und Konzepte zu entwickeln. Aber wir können auch, glaube ich, sehr gut kommunizieren und vernetzen, da wir ja als Generalist gewohnt sind, mit verschiedenen Gruppen zusammenzuarbeiten. Natürlich mit den Bauherren auf jeden Fall, das sind ja quasi unsere Auftraggeber, aber auch mit den Fachplanern, mit den Bürgern immer mehr, weil es ja oft auch um Projekte geht heutzutage, die auch mit den Bürgern gemeinsam entwickelt werden. Also ich glaube, wir sind ein guter Kommunikator, wir sind ein guter Vernetzer und wir sind einfach eigentlich so jemand, der so den Blick über alles immer nicht aus dem Auge verliert, weil die Welt wird ja doch immer eher komplizierter. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auf der Get Nord, wir reden gleich auch über haustechnische oder fachliche Themen, die sich eben natürlich in den einzelnen Disziplinen immer sehr extrem weiterentwickelt haben. Und ich denke, da sind wir als Architekten wichtig, dass wir eben die verschiedenen Fragestellungen und Aspekte vernetzen und den Blick übers Gesamte auch bieten können. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Wenn ich das zusammenfasse, wäre das richtig zu sagen, Ihre Aufgabe ist, das Leben der Menschen doch etwas angenehmer zu gestalten. Ja, im positiven Fall wäre das natürlich toll, wenn uns das gelingt. Und das haben wir ja auch mit unserer Bundesarchitektenkammer immer versucht. Wir sind eigentlich relevant. Also wir sind ein Berufszweig, der relevant ist für die Gesellschaft. Das heißt, wir entwickeln eigentlich Lebensräume, Alltagsräume, Arbeitsorte für die Menschen, für uns alle, wo wir das ja tagtäglich nutzen. Insofern haben wir einen sehr relevanten Beruf. Und gerade bei den Zukunftsthemen, die im Moment uns alle umtreiben, wie sieht es aus in der Post-Corona-Stadt, was passiert mit unseren Freiräumen, jetzt sitzen wir hier mit der schwebenden Brücke über der Straße, was passiert mit den Verkehrsräumen in der Stadt, das sind ja alles Gestaltungsaufgaben oder sollten es im positiven Sinne sein, weil wir wollen ja uns auch wohlfühlen. Ja, also Sie sind Generalistin und Architektinnen und Architekten im Plural Generalisten. Und Sie müssen sich ja damit befassen, Gesellschaft verändert sich, die Technik verändert sich. Und warum gehen Architektinnen und Architekten eigentlich dann zur Get Nord? Ist da die Gesellschaft abgebildet oder was passiert da? Also erstmal freuen wir uns natürlich, wenn wir mal wieder dahin gehen dürfen. Aber ich glaube, da geht es uns ja allen so. Wir freuen uns natürlich tatsächlich auch auf den realen, tatsächlichen Kontakt vor Ort, wieder Menschen und Fachleute zu treffen und mit denen auch analog und nicht digital zu sprechen. Weil die ganzen Zwischentöne, die Gespräche zwischen den Videokonferenzen, die entfallen ja eigentlich komplett zurzeit durch den Lockdown. Insofern, glaube ich, ist es natürlich einfach auch mal wieder toll, auf eine Messe zu gehen und Menschen zu treffen und über seine Dinge zu sprechen. Also das erstmal so vielleicht als kleine Vorbemerkung. Aber nichtsdestotrotz gehen wir natürlich auch auf die Get Nord oder auf Fachmessen, weil wir auch wissen müssen, wie ist der Stand der Technik, wie entwickeln sich die Planungsgrundlagen für uns weiter, was gibt es an Erneuerungen, also Heizung, Klimatechnik, das sind ja auch Themenfelder, die im Moment in der Stadt des Klimawandels von hoher Bedeutung sind. Wir wollen Emissionen einsparen, wir wollen mit den Energien suffizienter umgehen. Das sind ja gerade auch diese haustechnischen Komponenten immens wichtig, wie wir da auch wirklich sinnvoll auch einen Beitrag zum Klimawandel leisten können. Und ich denke, das ist dann unsere Neugierde und
unser Interesse, uns informieren zu wollen. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite das Feedback, was wir vielleicht dann auch den Ausstellern geben können, weil wir auch ein bisschen die User sind. Also wir müssen ja die ganzen Produkte, die uns angeboten werden, im Planungsprozess auch einbauen, einbinden, detaillieren, die Bauern davon überzeugen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und wie ist es auch nutzerfreundlich. Und insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir als real anwendender Berufsstand sozusagen auch unser Feedback wiederum zu den Ausstellern geben. Was kann man vielleicht verbessern? Wo ist es nicht anwenderfreundlich? Also einfach dieser Diskurs, ja. Der ist einfach total wichtig. Also Diskurs, dazu sind Sie als Architektinnen und Architekten durchaus bereit. Absolut. Beizutragen, ja. Also zur Produktentwicklung. Hm. Und wo findet der Diskurs statt? Natürlich einmal bei der Anwendung auf der Baustelle, aber auf der anderen Seite, auf der Baustelle treffen Sie ja nicht so auf die Hersteller. Ja, und da sind meistens die Produkte ja auch schon ausgewählt. Also wenn es erstmal zum Bauen kommt, ist die Ausschreibung gelaufen, ist die Vergabe gelaufen, dann ist das Produkt eigentlich bestimmt und ausgewählt, wird eingesetzt. Und eigentlich, wenn man so im Findungsprozess ist, also gerade in unserer beliebten Leistungsphase 5 der Ausführungsplanung, da ist es natürlich wichtig, dass man auch selbst einen guten Überblick bekommt, was gibt es überhaupt an Produkten, welches passt, welches ist die optimale Lösung für die Aufgabenstellung. Und wir wissen ja, es ist ja eine Flut an auch technischen Erneuerungen, die ja jedes Jahr über die Märkte schwappt und da nicht den Überblick zu verlieren. Da ist es dann auch mal ganz wohltuend, nach der ganzen Online-Information, die alle Büros ja auch über Homepages bekommen, auch mal ganz real, vielleicht auch mal zu einem Messestand zu gehen, vielleicht mal ein Produkt anzufassen, mal so zu gucken, wie wirkt das eigentlich im Raum und so weiter. Also dieses ganz reale Wahrnehmen, das ist einfach auch wichtig für uns. Aber ich kenne das ja so, Architektinnen und Architekten nehmen ja nicht jedes Produkt einfach so hin, sondern die haben ja immer Ideen. Klar. Die Produkt haben. Meistens. Und diese Feedback-Gabe, wo kann die stattfinden? Die Messe ist ja ein Kommunikationsraum. Ne? Also sehen Sie das auch so, dass da der Diskurs auch über Nachhaltigkeit am Bau, der ja gar nicht so homogen ist, geführt werden kann? Ich glaube, er kann nicht, er muss geführt werden. Also es ist wirklich, wir reden jetzt über Cradle to Cradle, wir reden über graue Energie. Wir haben jetzt auch in Hamburg Bauaufgaben, vielleicht ist da die Hafen City im Moment so der Vorreiter. Wir bauen das erste große Holzhochhaus. Wir haben einen Umbruch einfach auch im Einsatz der Materialien. Da müssen wir auch auf den Messen gucken, wie kann man da Angebote finden zu diesen Themen. Und ich denke mal, auf der Messe werden natürlich die Produkte, die fertig Produkte schon offeriert. Aber dennoch geht es ja auch da um die Kommunikation, auch mit den Herstellern zu sagen, habt ihr denn auch schon da Ideen? Gibt es da schon Perspektiven? Gibt es da Entwicklungsspielräume für euer Produkt? Meinetwegen gerade in der Heizungsbranche, da ist ja auch unglaublich viel im Moment am Kommen. Jetzt überlegen wir ja auch, haben, glaube ich, die Hamburger Stadtwerke vor, dass sie über Abwasser auch Wärme gewinnen wollen. Also Wärmerückgewinnung über Abwasser ist doch eine tolle Idee. Und da geht man dann vielleicht mal auf so eine Messe und guckt, gibt es da irgendeinen Anbieter, der sowas auch schon mal gedacht hat. Und am Ende, glaube ich, die Firmen und Produkte, die sich jetzt auch für die neuen Anforderungen der CO2-Ersparnis gut aufstellen, die werden auch die Nase vorn haben. Das sind vielleicht jetzt die mutigeren Anbieter, weil sie natürlich auch so ein bisschen ja, vorausschauend auch in die Entwicklung gehen. Aber ich glaube, dass die auch eine gute Nachfrage auch von uns Planern auf den Ständen haben werden, weil wir natürlich ja auch angehalten sind, über Energieeinsparungen zu gucken, wie wir da auch optimal technische Anwendungen bekommen in den Gebäuden. Also diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte hat ja noch einen zweiten Strang. Ich weiß, Architektinnen und Architekten mögen gerne neu bauen, weil im Bestand zu arbeiten ist ja doch sehr anstrengend und auch vielleicht sehr aufwendig. Aber der Bestand, so habe ich neulich wieder gelesen, rettet viel CO2, also wenn Sie gerade von grauer Energie sprechen und sowas. Wir haben ja jetzt gerade in diesem Jahr erfahren, dass der Pritzker-Preis, muss ich sagen, für Leute, die uns jetzt zuhören, das ist der Nobelpreis in der Architektur, an ein Büro aus Montreux in Frankreich gegangen ist, Lacaton Vassal, die im Prinzip dadurch berühmt geworden sind, dass sie Büros konvertiert haben zu Wohnungsbau.
Wir haben jetzt auch gelernt in der Corona-Pandemie, dass viele DAX-Firmen gesagt haben, ach, das ist ja ganz praktisch, Homeoffice, wir sparen jetzt mal 40% Bürofläche ein. Hm. Wir werden vielleicht, also wenn das sich so bewahrheitet, doch sehr viel Bürofläche haben, wo Architektinnen und Architekten dann dieses Modell mal vervollständigen können, was Lacaton, Vassal vor 20 Jahren angefangen haben. Zeigt sich da schon was auf dem Markt oder sind wir im Moment noch so mit Neubau beschäftigt, dass wir noch gar nicht an den Bestand rankommen? Na, ich denke schon, es zeigt sich was. Aber es zeigen sich, was ich so wahrnehme aus Fachgesprächen, das zeigen sich schon sehr unterschiedliche Tendenzen. Also es zeigt sich einmal die Tendenz, dass die Menschen, die jetzt im Homeoffice waren, total gerne wieder ins Büro kommen wollen, weil sie einfach auch die kollegiale Nähe und die Kommunikation, die reale, vermissen. Und insofern vielleicht erstmal auch wieder so das Bedürfnis ist, sich dann auch gemeinsam am Arbeitsplatz zu treffen und zusammenzuarbeiten. Dann gibt es natürlich diejenigen, die jetzt vielleicht mit ihren Familien auch ein bisschen mehr in den Randlagen sich Wohnorte suchen, weil es auch bezahlbarer einfach ist, die natürlich das Homeoffice weiterhin auch gerne pflegen wollen. Also diese Mitarbeiter haben wir bei uns auch. Einige im Büro, die auf einmal sich an Ränder bewegen, wo man eigentlich jetzt vor 2 Jahren noch gar nicht so drüber nachgedacht hat. Das macht ja die Digitalisierung dann auch möglich. Und dann, glaube ich, gibt es aber auch diesen Optimierungsprozess. Also ich glaube auch gerade in den großen Konzernen, die jetzt schon eigentlich gar keine festen Schreibtische für Mitarbeiter mehr haben, sondern wo man sich dann morgens, wenn man seinen Arbeitsplatz sucht, erstmal eincheckt im Unternehmen, kriegt dann einen mobilen Platz zugewiesen. Und damit gibt es natürlich eine effizientere Auslastung der Büroflächen, auch der Mietflächen. Das ist natürlich auch ein Kostenargument. Und dann können wir uns natürlich die Frage stellen, was passiert mit dem Rest? Also was passiert mit der gewonnenen Fläche, die wir dann frei haben. Und da haben wir natürlich auch als Architektenkammer immer auch den Wunsch, im Sinne der Nutzungsmischung natürlich über Wohnen nachzudenken. Und da, wenn das Innenstadtflächen betrifft, wäre das natürlich auch eine ganz tolle Belebung für unsere im Moment ja auch etwas desaströse Innenstadt, dort ein neues Leben hinzubekommen. Also auch wenn man da eben über solche Flächen Wohnen umnutzen könnte, wäre das natürlich eine tolle Bereicherung einfach im Sinne der Nutzungsmischung. Oder wenn man jetzt an die City Nord denkt, da stehen ja auch riesige Konzernzentralen. Was passiert da eigentlich? Das sind alles so spannende Orte, wo, glaube ich, auch eine Menge passiert. Das wird aber natürlich auch ein bisschen dauern. Es ist ja auch nicht, wie Sie auch eben schon sagten, nicht so ganz so kommt. Einfach eher kompliziert im Umbau, was Brandschutz anbelangt, was Baurecht anbelangt, Nutzungsänderungen und das Ganze. Das ist einfach ein Prozess, der dann in Gang tritt. Aber wenn er am Ende dazu dient, dass unsere Stadt lebendiger wird und nutzungsgemischter, ist das doch ein toller Weg, der uns da bevorsteht. Kann das auch heißen, es Neubau wird es ja immer geben, weil es ja auch einen regelmäßigen Abgang gibt, kann das auch heißen, dass wir vielleicht neue Modelle von Bauvorhaben, von Häusern, von Gebäuden haben werden, die vielleicht eher konvertibel sind, sein können? Hm. Dass wir vielleicht andere Flächen bauen, ja, dass wir sagen, vielleicht haben wir die nächsten 50 Jahre da drin Büro, vielleicht haben wir da Wohnen, vielleicht haben wir eine Mischung, wie kriegen wir das mit den Erschließen hin, Erschließung, wie kriegen wir das mit den Tiefen hin und so weiter. Also das sind ja so Sachen, das wäre toll, wo Architektinnen und Architekten davor stehen Absolut. Und Bauherren sagen, oh Gott, das heißt ja, ich muss etwas großzügiger bauen, das ist ja toll. Hm. Naja, aber es kommen ja auch da verschiedene Faktoren zusammen. Also wir hatten jetzt gerade letzte Woche eine sehr interessante Veranstaltung von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in der Architektenkammer, eine Art Seminar. Die DGNB macht ja so eine Roadtour, wo sie mit Architekten im Schulterschluss versucht, beispielhaft gute Projekte zur Nachhaltigkeit zu zeigen. Und da haben wir auch Projekte gesehen, wo die Außenwände gar keine statische Wirkung mehr haben, sondern die Außenwände sind eigentlich vorgehängte Elemente, die dann auch abbaubar sind. Und die Grundstruktur, die tragende Struktur ist im Innern. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch viel mehr hinkommen, dass wir flexiblere Gebäudestrukturen entwickeln, die dann auch multikodierbar fähig sind und die auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt natürlich auch recycelbar sein könnten. Das sind alles so eine Themen, das wäre toll. Also wir als Architekten, wir freuen uns da eigentlich schon lange drauf, dass wir da mal so ein bisschen was Neues bewegen können. Und wenn das dadurch
ich jetzt so ein bisschen in Schwung käme, wäre das doch eine tolle Sache. Und das könnte ja auch heißen, dass das Rückwirkungen hat auf die Gebäudeausstattung. Auf jeden dass Fall. Dass man vielleicht woanders führt und dass man auch vielleicht ganz andere Ausstattung vornimmt. Also gerade, was Sie sagen mit der Wärmerückgewinnung, das sind ja nun wirklich Sachen, da gibt es, glaube ich, noch viele Sachen zu erfinden. Absolut. Und wenn die Architektinnen und Architekten da im Diskurs sind, wäre das ja sehr schön. Diskurs, ich gehe wieder zur Get Nord. Die Get Nord, Frau Losen, ist ja eine Regionalmesse. Ich denke bei der Regionalmesse auch immer an das regionale Bauen, nicht an Regionalismus, sondern einfach... Wir haben ja diese Untersuchungen, die es, glaube ich, jährlich gibt, wie viel wird in Deutschland in welchem Bundesland gebaut. Und wir konnten über die Jahrzehnte doch jährlich Ausschläge feststellen, die größer oder kleiner sind. Und die Amplitude in Hamburg ist relativ klein. Hamburg baut also sehr konstante Linien seit Jahrzehnten. Und andere Bundesländer, da geht es hoch und runter und sonst was. Was rausgekommen ist, Hamburg hat eine sehr hohe Bauqualität, Architekturqualität, was alle Jurys, die ich hierher gebracht habe, immer wieder gesagt haben, es ist toll, ich komme gerne nach Hamburg, ihr baut so viel besser. So, eine Regionalmesse zu regionalem Bauen, passt das zusammen oder ist das reaktionär? Also Get Nord, Regionalmesse. Wie geht das eigentlich zusammen? Geht das zusammen? Naja, aber ich meine, Region ist ja eigentlich wieder modern. Also ich meine, das sehen wir ja in der ganzen Foodbranche eigentlich im Moment. Also die ganzen Restaurants, die regionale Küche anbieten, sind doch dermaßen nachgefragt, weil die Menschen, glaube ich, so ein bisschen globalisierungsmüde sind und eigentlich die Nachbarschaft und die Nähe dann doch auch den weiten Wegen vorziehen. Und durch die ganze Pandemiephase jetzt das ganze Jahr sind wir ja sowieso mehr auf unsere Regionen, auf unsere Nachbarschaft, im schlimmsten Fall auf unsere eigenen vier Wände zurückgeworfen. Und insofern, glaube ich, ist der Regionalbezug kein Makel, sondern auch eher eine doch sehr zukunftsorientierte, ein sehr zukunftsorientiertes Angebot. Und wenn wir dann auch wieder überlegen mit weiten Wegen und Erreichbarkeiten, dann ist es auch toll, wenn wir die lokalen Anbieter einfach auch unterstützen, indem sie sich hier ausstellen können. Und da wir ja sowieso eigentlich immer eine sehr innovative Stadt waren, glaube ich, haben wir auch eine sehr innovative Region. Und auch die gesamte Metropolregion erfährt im Moment ja auch neue Aufmerksamkeit. Die ist vielleicht immer so ein bisschen runtergefallen, auch was die städtischen Planungen anbelangt. Aber auch die wird mehr in den Fokus rücken. Auch durch den ganzen Umgang auch mit unseren sogenannten Magistralen in der Stadt, den Verbindungsadern über die Stadtgrenzen hinaus. Das wird alles so, glaube ich, auch wieder näher in die Stadt reinrücken. Corona gibt uns also Anlass zum Nachdenken und für Innovation. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir merken, wir können uns auch auf uns selber mal wieder besinnen, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ich wollte dieses Stichwort aufgreifen und sagen, wir treffen uns ja alle zwei Jahre auf dieser Get Nord. Wir müssen jetzt leider noch warten bis November 2022. Ja, aber immerhin. Also wir hoffen ja, dass wir uns dann wieder alle treffen dürfen. Ja. Und da werden wir dann doch wahrscheinlich viel über diesen Wandel, den wir kurz besprochen haben, zu reden haben. Die Get Nord hat ja ein bestimmtes Dasein. Erstmal sind die Gewerke zusammen, Heizung, Sanitär, Elektro. Das ist alles da. Und früher gab es dafür ja separate Messen. Und heutzutage haben wir das zusammen. Und wir merken, wir können diese Debatte führen. Auf der Get Nord gibt es integrierte Bildungs- und Baukulturprogramme, da gibt es Diskussionsforen, also alles das, was Sie angesprochen haben. Sie müssen nicht nur mit dem Aussteller und der Ausstellerin sprechen, sondern es gibt schon dieses, dass die Gewerke, die Architektinnen und Architekten sich da treffen. Ist das für Sie so, dass eine Messe heutzutage das unbedingt braucht? Oder ist das für Sie, naja, da muss ich dann auch noch hingehen? Also wir haben ja also, wirklich Foren von Ingenieurinnen und Ingenieuren, von Architektinnen und Architekten. Wir haben
Fachforum, Klima, Technik, alles Mögliche. Das ist, sind so Sachen, die da sind. Das nimmt die Architektenschaft das an. Ja, ich denke schon. Also, weil sie einfach auch sich den Überblick verschaffen will, weil sie das Gespräch suchen will, weil sie sich vielleicht über bestimmte Produkte ärgert, weil sie irgendwie nicht funktionstüchtig sind, weil sie vielleicht zum Teil auch noch nicht schön genug sind. Also gerade haustechnische Einbauten sind natürlich ja auch sehr dominant geworden so in den letzten Jahren durch die ganzen Energieanforderungen, die wir haben. Und das sind Alltagsobjekte, die wollen ja auch ansehnlich sein oder sollten ansehnlich sein und sollten auch eine gewisse gestalterische Qualität haben. Und insofern, glaube ich, ist es schon auch unsere Neugierde, auf so eine Messe zu gehen und zu gucken, welche Produkte bieten sich da uns, mit welchen können wir gut arbeiten, natürlich auch unsere Meinung kundtun, auch ins Gespräch kommen mit den Anbietern. Und am Ende ist es ja so eine Art vernetztes, gemeinsames Arbeiten, um das es geht. Und es geht ja nicht nur um die Elektrik, es geht auch nicht nur um die Heizung. Es geht ja eigentlich um die Optimierung der Systeme von allen Einsatzfaktoren. Und dann haben wir im Moment ja auch die Ära des BIMs, des Building Information Modelings. Das heißt, wir Planer werden ja auch in immer früheren Stadien die ganzen haustechnischen Anforderungen an die Gebäude planen. Und da wollen wir natürlich auch relativ frühzeitig wissen, welche Anforderungen braucht es dann auch und was für eine Objekte bzw. welche Systeme kommen da dann auch sinnvoll zur Anwendung. Insofern glaube ich, und wenn die Messe sich dann auch noch schmückt mit Angeboten an die Anwender im Sinne, ich rede jetzt mal aus unserer Planersicht, dass es interessante architektonische Fachvorträge gibt oder Preise verliehen werden, um die Menschen, die Planer und die ganze Bauszene zu motivieren, Gas zu geben, genau, und sich einfach auch anzustrengen, gute Qualitäten zu schaffen, dann ist das ja noch ein weiterer Anreiz. Diese Synergien braucht es. Wir fahren auf die Expo Real. Wir haben hier jetzt auch eine Schulbaumesse in Hamburg. Das ist doch total wichtig, dass wir solche Orte haben und Zeiten haben, wo wir gemeinsam an diesen Produkten weiterarbeiten. Also ich finde das schon eine tolle Sache. Und dann noch mitten in der Stadt. Also wir müssen ja nicht eine Stunde mit der U-Bahn an den Stadtrand fahren. Man kann ja fast in der Mittagspause mal aus seinem Büro in die Messe gelangen. Das ist doch super. Und deswegen, wenn die Messe auch der Ort für die Innovation bleibt, also nicht nur, dass die Anbieter sich zeigen, sondern dass sie auch quasi eine Verantwortung für ihre Innovationskraft zeigen, dann wird die Messe auch nie in Frage gestellt werden, warum sie dann in der Stadt sitzt. Das war ja mal auf der Kippe. Deswegen, genau. Aber wir haben sie in der Stadt und die Stadt und die Messe sind verzahnt. Auf der Messe werden ja sogar die Ausstellerinnen und Aussteller herausgefordert, den schönsten Stand zum Beispiel zu bauen. Gute Idee, ja. Und architektonische Herausforderung. Es sind schöne Sachen dabei rausgekommen. Und immerhin ist die Get Nord ja nun als Regionalmesse, glaube ich, die einzige Messe in Deutschland, die ein internationales Architekturforum hat, was wirklich international bestückt ist. Und wir freuen uns ja immer, es sind ja immer Hunderte von Architektinnen und Architekten zu jedem Vortrag. Absolut. Also, das ist toll. Würden Sie als Präsidentin der Kammer durchaus bekommen? Klar, da bin ich ja fast manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, welche Mitglieder der Kammer dort hinkommen zu den Vorträgen. Und ich freue mich dann immer, weil ich treffe dann auch ganz viele Kollegen, die ich oft gar nicht so treffe. Also das lockt doch eine ganze Menge Architekten an und auch gerade auch die in den kleinen Büros lockt das auch sehr an. Und da wir ja überwiegend neben so ein paar Platzhirschen in Hamburg ja auch sehr viele kleine Büros in Hamburg haben, was Architekten und Planer anbelangt, ist das für die natürlich auch eine tolle Sache, sich zu vernetzen und auch andere Kollegen zu treffen. So viele Plattformen gibt es dann am Ende auch nicht. Also gerade dieses Architekturforum war schon immer sehr beliebt und dann auch tolle Vorträge von internationalen Kollegen. Das ist ja auch wieder wichtig, dass dann unsere Regionalität belebt wird durch die Internationalität, dass wir dann durchaus auch gucken, wie machen das andere Länder. Sie hatten ja die französischen Kollegen angesprochen, die ja auch mal ganz tolle Ideen einbringen. Und sowas brauchen wir natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ob auch viele Bauherren kommen.
Das ist vielleicht noch mal so ein Punkt, weil die müssen es am Ende ja bezahlen. Also wie kann man die eigentlich auch noch ein bisschen einbinden, dass die auch so sensibilisiert werden für ein schönes Produkt, auch ihren Geldbeutel zu öffnen und zu sehen, das ist ja, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur energieeffizient, sondern hat ja auch einen Wert in der Ästhetik, so für viele Generationen. Und insofern wäre das natürlich vielleicht auch noch mal so ein Auftrag an die Messeorganisationen, auch zu schauen, dass auch von der Seite, von der Bauherrenseite auch, in, ja, vielleicht macht man dann auch Veranstaltungen, die auch die Bauherren noch mal anspricht, Wohnungsbau oder Bürobau. Also Sie plädieren für sowas, was ich jetzt formulieren würde, wie Baukulturgemeinschaft. Alle, die daran beteiligt sind, bitte hierher und wir reden hier zusammen. Genau, wir müssen das öffnen für die Stadt. Genau, das ist die Aufgabe auch dieser Messe oder einer Messe. Ja. Dann freuen wir uns doch, wenn wir uns dann im November 2022 hier wieder sehen. Mhm. Bleibt uns das Motto, komm, wir gehen zur Red Nord. Es gibt keinen besseren Ort. Ich danke Ihnen, Frau Losen, herzlich. Ja, sehr gern. Viel Erfolg mit der Messe auch weiterhin hier in der Stadt, der Red Nord.